Mit dieser Methode wirst du ihn vollkommen unter den Verstand bringen. Hi, zu dir spricht Sergej Lenz, willkommen zu diesem Video. Wenn dir meine Videos gefallen, dann gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Okay, wenn es darum geht, einen bestimmten Mann verliebt zu machen, wenn es darum geht, einen bestimmten Mann zu erobern, wenn es darum geht, deine Anziehungskraft auf einen bestimmten Mann zu 100% zu entfalten und noch mehr und mehr und mehr, dann solltest du eine Sache wissen, nämlich Emotionen übertragen sich. Wenn du also mit deinem Mann beim ersten Date am Tisch sitzt, ja, und ihr erzählt irgendwas Interessantes, irgendwas Nettes, dann hängt davon ab, was er bei diesem Date fühlt, was er mit dir verbindet letztendlich. Ja, das bedeutet, wenn du in ihm eine gewisse Aufregung entfesseln kannst, wenn du in ihm eine gewisse Spannung erzeugen kannst, wenn du in ihm das Gefühl auslösen kannst, dass du was Besonderes bist, dann wird es dir viel mehr bringen, wenn es darum geht, ihn zu erobern, als ellenlange Gespräche über eure Lebensläufe oder irgendwelche anderen klugen, interessanten Themen, die ihr in den Zeitungen gelesen habt oder sonstiges. Weil das ist etwas, was nicht spannend ist. Ja? Das, was wirklich spannend ist, ist das, was dazwischen passiert. Also zwischen euren Worten oder in euren Worten. Ja, das ist die Gesamtatmosphäre. Und mit folgendem Trick kannst du die Atmosphäre zwischen euch in die genau von dir gewünschte Richtung lenken, sodass er den Wunsch bekommt, dich zu küssen, dass er bemerkt, dass seine Gedanken nebliger werden und dass er merkt, dass seine Knie weich werden und er wird diesen Zustand mit dir verbinden. Ja, du bist diese Frau, die in ihm das auslöst. Der Trick ist ganz, ganz einfach. Ja, und bei ein bisschen Übung funktioniert er wirklich sehr, sehr gut. Stell dir vor, dass er dich gleich küsst. Ja, stell dir vor, dass du, während du mit ihm sprichst, während du seiner Stimme lauschst, dass er sich schon lange fragt, Mann, kann ich sie küssen? Wann kann ich sie küssen? Wenn ich sie jetzt küsse, wird das nicht ein bisschen, ja, werde ich sie nicht überrumpeln? Und stell dir vor, er kann sich kaum halten. Ja, so diese Art von Spannung ist in ihm die ganze Zeit. Stell dir dieses Gefühl vor. Ja, während du zu ihm sprichst, während du in seine Augen blickst, während du irgendwas erzählst oder ihm zuhörst. Ja, stell es dir einfach vor. Du musst nicht die ganze Zeit in seine Augen sehen. So. Vielleicht sogar die Augen schließen, okay, jetzt bin ich bereit. Ja, sondern du trinkst deinen Kaffee, ja, du isst dein Kekschen, du sagst irgendwas. Und ab und zu denkst du daran, so, okay, gleich küsst er mich, der kann sich kaum halten, er kann sich kaum kontrollieren. Ja, und diese Technik wird in dir einen sehr speziellen inneren Zustand auslösen, der sich auf ihn übertragen wird. Er wird spüren, dass du mit ihm spielst. Er wird spüren, dass deine Augen auf eine gewisse Art und Weise glänzen. Und er wird dieses Glänzen in seinen Augen, dieses Glänzen in deinen Augen, wird ihn hypnotisieren. Ja, auch er wird irgendwann diese Gedanken spüren. Ja, du musst ihm keine Einladung geben. Ja, und es ist egal, auf welcher Ebene ihr euch unterhaltet, auch wenn es euer erstes Date ist und ihr euch noch nicht geküsst habt. Es ist vollkommen in Ordnung. Selbst wenn der erste Kuss erst später oder am zweiten oder dritten Date folgen wird, ja, allein diese Spannung, diese Atmosphäre, die er mit dir verbinden wird aufgrund dieser Technik, ist schon ein sehr starkes Instrument, was du nutzen kannst, um in ihm diese Gedanken, um in ihm diese Emotionen auszulösen, die er mitnehmen wird nach Hause vom ersten Date und er wird über diese Gefühle nachdenken. Ja, er wird merken, dass du in ihm mehr Emotionen auslöst, mehr Drive, mehr Aufregung auslöst
als andere Frauen, die, naja, so über irgendwas quatschen und vielleicht sich ein bisschen haha von der besten Seite zeigen wollen. Ja, und dann vergisst er 20 Minuten später das Date wieder, wenn er sich mit seinem Kumpel trifft und sie die erste, weiß ich nicht, und sie irgendwas trinken, essen und sich über ganz andere Sachen unterhalten. Ja, nutze diesen Trick. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn dir diese Technik gefallen hat, dann hinterlass mir einen Kommentar und gib mir einen Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Sergej Linz.